Hallo, ihr lieben Wiedergeborenen. Ich grüße euch ganz herzlich. So, jetzt seid ihr die Zweiten an der Startlinie für die 12 Sternzeichen-Readings April 2024. Ihr wisst ja, ich fange immer ein paar Tage früher an. Das kann ich ja nicht so aus dem Ärmel schütteln, was ich hier tue. Aber ihr seid jetzt die Zweiten, die ich hier channel, und ich freue mich schon sehr, euch die Botschaften der Quelle und auch von Erzengel Michael zu übermitteln. Was ihr in euch transformieren und heilen und loslösen solltet, damit ihr einen großen inneren Wandel erlangen und damit einhergehend auch in einen großen inneren Frieden kommen könnt. Okay, schauen wir gleich mal rein, was wir da für euch tun können. Rausnehmen. Okay, machen wir. Okay. So. Passt auf. Wisst ihr, bevor ich jetzt überhaupt reingehe in so ein Reading, bin ich schon mit der Quelle quasi auf Du und Du und sage der Quelle, dass sie mir das innere Wesen des Problems, damit verbundene Lektionen und emotionale Blockaden aus eurem kollektiven Feld kristallklar und deutlich offenbaren soll. Okay, jetzt fällt es hier raus. Und ich darf es euch echt sagen, es ist für mich immer wieder ein Wunder, die Arbeit, die ich gerade mache, weil ich war kurz auf Toilette, bevor ich hierher stehe. Und als ich so auf Toilette war, wusste ich schon, welches Thema wir Widderchen haben. Ihr wisst ja, ich habe auch so einen Widder-Aspekt in mir drin. Okay, eine meiner zwei Feuerschalen. Rechts der Widder, links der Schütze und in der Mitte die Waage, die versucht, das ganze Ding hier auszubalancieren. Und da ging es genau um das. Es ging genau darum, was jetzt hier liegt. Mehr verrate ich jetzt noch nicht, weil ich kann jetzt aufhören, dieses Ding hier zu machen. Quelle, sag mir bitte, was soll ich wohin legen? Das hier? Okay. How teachable are you? Wie belehrbar bist du? Meine Widderchen. Wie belehrbar sind wir, Altes in Neues zu verwandeln? Phoenix Rising. Ich zeige euch gleich, worum es hier geht. Wir haben hier Family and Tribe, die Familie und die Seelenfamilie. Wir haben hier Phoenix Rising, da geht es, das Alte in Schutt und Asche zu versetzen, damit der Phönix sich als vollkommen neue Wesenheit aus der Asche emporheben kann. Ich drehe jetzt dieses Deck um und lege dann die Karte unten ans Deck. Aber die Quelle sagt mir, auch diese Karte hier ist noch wichtig für euch zu sehen. So, pay attention to signs. Okay, achte auf die Zeichen. Ja, und auf was? Auf euer Bauchgefühl. Achtung. Achtet auf eure emotionale Welt dessen, wo ihr energetisch falsch unterwegs seid. Wir haben jetzt hier How Teachable Are You? Ich erkläre es euch gleich. Ich erkläre es euch. Im Moment ist noch ein bisschen wirr. Ich ziehe jetzt die zweiten Karten, aber ich weiß schon, um was es hier geht. Aber damit ihr draußen das besser nachvollziehen könnt, was jetzt hier kommt, gibt es das zweite und dann hinterher das dritte Kartenset. Okay? Schauen wir mal rein. Okay. Geliebte Quelle. Und du, Erzengel Michael, bitte sag mir, an welche Energien geht es denn hier bei Family and Tribe, für die im Kollektiv der Sternzeichen Wiedergeborenen? Um welche Energien geht es bei Phoenix Rising? Okay. Und um welche Energien geht es bei How Teachable Are You? Okay, beide? So. Jetzt habt ihr hier The Void, die Leere. Die Leere, die ihr hier seht, ist zum einen eine tiefe Trauer in euch. Eine Leere, die ihr bislang nicht zu füllen vermochtet. Auf der anderen Seite ist aber hier die gesamte Fülle des Universums und somit der Möglichkeiten, die eigentlich für euch nur warten würden, dass ihr danach greift, sichtbar. Ich rede jetzt hier ein bisschen kryptisch, aber es kommt gleich. Okay, gebt mir einen kurzen Moment. Weil dieses gesamte Wissen, was hier gerade downgeloadet wird durch mich, das ist manchmal nicht einfach zu kanalisieren und so auf den Punkt zu bringen. Okay, gehen wir langsam, aber strategisch vor.
Jetzt schauen wir hier mal rein. So, Attraction, das Anziehen. Ihr habt hier Family and Tribe. Das ist diese Seelenstruktur in euch zwischen Herz weiblich, Verstand männlich. Und all das, was ihr durch diese machtvollen manifestativen Werkzeuge eures Gedankenguts, eurer gesprochenen Worte, eurer inneren Bilder und damit ausgelöste Herzenergie und somit emotionale Energie anziehen könnt. Okay, jetzt gucken wir hier noch weiter. Oh mein Gott. Liebe Leute vom Gesangsverein. Holla die Waldfee. Jetzt habt ihr hier Creation. Okay, ihr habt hier das Kreieren und Anziehen. Und was ich gerade auf Toilette gesagt bekommen habe, ihr lieben Witterleins, war folgendes. Alles, was Kraft unserer schöpferischen Werkzeuge, Gedanken, Worte, innere Bilder und dadurch ausgelöste Emotionen in uns, nicht das bringt, was wir wollen, darf jetzt in Schutt und Asche gelegt und eine 100%ige Erneuerung erfahren. How teachable are you? Wie belehrbar bist du? Sagt, okay, ihr Lieben, es geht ans Eingemachte. Wie belehrbar sind wir, dass wir, Achtung, Kraft dieser Bücher Wissen vermittelt bekommen, wie wir Altes in Schutt und Asche legen und Neues kreieren können in unserer Festplatte Verstand? Okay, die sind wichtig, aber wir gucken hier noch rein, was es an familiären Strukturen zu bereinigen gilt. Mhm. Aber das Wissen hier drin, wie ihr das alte Computerprogramm eures Verstandes umschreiben, in Schutt und Asche legen und dann vollkommen neu schreiben könnt, das könnt ihr hier in Empfang nehmen. Aber ich schaue jetzt auch mit der Quelle noch tiefer rein, was hier energetisch im Untergrund wirkt, dass ihr das womöglich bislang noch nicht so habt umsetzen können, wie ihr das gewollt hättet. Okay, gehen wir hier, ja. So, wir haben hier Pleasure und wir haben hier Fruition. Das ist die Ernte. Links und rechts das Vergnügen, mit dem ihr eure Ernte entsprechend mit dem Tanz der Energie und somit mit dem Anwenden der in und durch euch wirkenden manifestativen Kraft, Schöpferkraft, anziehen und kreieren könntet, wenn ihr euch richtig ausrichtet. Versteht die Quelle bitte richtig. Okay, lasst uns mal schauen, wo das jetzt hinführt. Wir haben hier schon als erstes Mangel. Soll ich das weg? Okay. Wie viele von denen das auch noch? Okay. Ja, soll ich jetzt alle wegnehmen oder was? Okay. Ich mache das, was die Quelle mir sagt. Mann, 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 Mann. Ja, Michael schmunzelt schon wieder. Ich fange nicht an, hier ins Ego zu gehen. Ich bin so schön in der Anbindung. Okay, passt auf. Diese hier, dahin. Jawohl, auch das machen wir. So, wir haben jetzt hier zwei Dinge, wo die Quelle mir gleich einmal auf die Family and Tribe Energie und das andere auf Attraction Energie die Führung geben will. Okay, passt auf. Hier geht es in allererster Linie um die Einheit von Herz und Verstand. Okay, diese Einheit von Herz und Verstand gilt es jetzt für alle Wiedergeborenen, die schon so weit sind, dass sie über ihre manifestative Kraft und somit auch ein geistiges Erwachen erlangt haben, über die Möglichkeiten, die in ihnen liegen. Diese innere Einheit gilt es jetzt für euch mehr und mehr zu erschaffen. Wodurch? Ihr habt hier ein Mangelbewusstsein, das von euch verwandelt werden darf. Dieses Mangelbewusstsein, was ihr da gerade noch drin habt in eurem Verstand, in Form eurer Überzeugungsmuster,
eurer Glaubensmuster, das, was euer Verstand euch glauben macht, okay? Das, was euer Verstand überzeugt ist, diese alten Muster gilt es jetzt durch vollkommen neue zu ersetzen. Das ist Phoenix Rising. Damit ihr aus einer inneren Leere und einer Trauer nicht das Leben eurer Träume in Empfang nehmen können, in eine Fülle kommen könnt, wo ihr lernt, ganz im Vergnügen, in der vollkommenen Leichtigkeit, das zu kreieren, was ihr wirklich haben wollt. Anziehen, kreieren wollt. Okay, jetzt gucken wir rein. Quelle, sag mir, worum geht's hier? Bei Family and Tribe und The Four of Pentacles. Ja. Ihr dürft mehr und mehr, und zwar in einem ausdauernden, steten Fortschritt. Ausdauer ist notwendig, ihr lieben Wiedergeborenen, in diesem Prozess des Wandelns alter gedanklicher Strukturen in neuer. Wir alle haben den Autopilot in unserem Verstand an. Wir alle werden oft von 95% unbewussten Denken dominiert und die 5%, mit der wir hier kreieren, es ist zu wenig. Wir können Anspruch nehmen auf die gesamten 100%. Das haben wir, wenn wir Phoenix Rising geworden sind und wenn das Alte buchstäblich negativ auf Mangel ausgerichtete Programm unseres Verstandes rund erneuert wurde. Okay, das bedeutet aber durchhalten, Baby, durchhalten, 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 durchhalten. Okay, ich muss gerade lachen, weil die Quelle und auch Michael zeigen mir gerade so innere Bilder, was wir tun dürfen. Wir dürfen den Karren an unsere Hörnchen spannen und ziehen, 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 bis die Karre hinten sich quasi aufgelöst hat und wir da mit lockeren Hufschritten dahin trippeln. Okay? Das ist ganz süß, was die mir hier gerade für Bilder zeigen, deswegen muss ich so lachen. Okay, wisst ihr, wir haben diesen Kampf in uns von Herz und Verstand. Der Verstand sagt das Herz was ganz anderes. Okay? Meistens dominiert der Verstand noch, weil es so ein eingeschliffenes, uraltes Programm ist, was unser Verstand jahrzehntelang schon so produziert. Okay? Da haben wir unsererseits dann auch, oh, und jetzt kommt Family durch, da haben wir auch noch familiäre Überzeugungsmuster übernommen. Na super! Da hängt auch das drin, was Papa und Mama so an uns weitergegeben haben. Da hängen sogar noch die emotionalen Strukturen eurer Ahnen unterm Fundament eures Lebens drin. Auch die sind höchst negativ emotionale Energie, was unsere Ahnen über die gesamten traurigen Zeiten, die sie erlebt haben, in sich gebunkert hatten, emotional und an uns weitergegeben haben. Auch auf Grundlage dieser toxischen Energien sind unsere Überzeugungsmuster aufgebaut. Ihr versteht also, wenn ihr da etwas in Schutt und Asche gehen lassen wollt, dann dürft ihr als allererstes auf dem hohen Turm, in dem ihr sitzt, was euer Lebensturm ist, die gesamte untere Energie bereinigen. Und die allerwichtigste, die ihr da bereinigen dürft, ist das Löschen der emotionalen Energien eurer Vorfahren. Die liegt nämlich unterm Fundament. Wenn ihr die schon mal rauslöschen lasst, ja, dann wird das Ding oben, was die falschen Strukturen angeht, energetisch schon ein bisschen wackeliger. Dann dürft ihr aber auf dem Fundament schauen, was ihr euch selbst zu glauben machen lässt. Okay, was ihr so jeden Tag so ganz unbedarft rausplappert. Denn dieses Unbedarfte und das, dass es euch gar nicht bewusst ist, was ihr da so von euch gebt und was auch gedanklich so weggeschickt wird, ohne dass wir uns dessen bewusst werden, die inneren Bilder, die wir da so haben,
die meistens nicht auf das Schöne, sondern auf das, was Mangel beschreibt, ausgerichtet sind oder Negativität oder Ängste und Sorgen, dass wir uns all dessen wirklich mehr und mehr bewusst werden dürfen und das Verblendete, was der Verstand hier mit der Maske, wo er uns blendet und uns auf das ausrichten lässt, was keine schöne Ernte bringt, sondern das, wovor wir Angst haben, wovor wir uns sorgen, wo wir uns verfürchten, dass wir das alles anfangen, mehr und mehr als solches zu erkennen. Denn es geht ja zuerst die Erkenntnis voraus, was ihr da überhaupt macht, diesen Kampf von Herz und Verstand mehr und mehr loszulassen und diesen Verteidigungsmechanismus eures Verstandes, der euch glauben machen will, geht nicht, ist nicht, machen wir nicht, schön alt weiterdenken, weil es so schön bequem ist für den Verstand, dass ihr diesen Abwehr- und Verteidigungsmechanismus mehr und mehr befriedet und mäßigt. Ihr habt hier nämlich eine, erstens Erschöpfung, ihr seid müde. Ihr seid müde all dessen, was in eurem Leben nicht funktioniert hat, all dessen, wo ihr habt kämpfen müssen, wo ihr euch habt abrackern müssen und, und. Gleichzeitig liegt hier aber auch eine Prüfung drin. Nämlich die Prüfung, ob wir jetzt endlich so belehrbar sind, dass wir das, was nicht funktioniert, wo wir negative Realität und negative Lebensgestaltung höchst persönlich selbst in die Matrix, ins Schöpferfeld eingespeist haben, ob wir jetzt bereit sind, das zu bereinigen, damit wir endlich hier unseren Obstkorb und somit das Leben in Empfang nehmen können, das wir haben wollen und nicht mehr diesen ganzen anstrengenden Mist. So, jetzt braucht es eben aber hier diese Ausdauer. Go, Baby, go! Mehr und mehr bewusst werden dessen, was wir in Form von Mangel, wo wir uns auf Negativität ausrichten, wo wir wirklich Mangelenergie in Form von Gedanken, Worten und inneren Bildern kreieren. Unter Mangelenergie verstehen wir alles, was wir nicht haben wollen. Sind wir darauf fokussiert, was wir nicht haben wollen, sind wir im Mangelbewusstsein. Sind wir darauf gerichtet, was wir haben und als Ernte in Empfang nehmen wollen, sind wir auf Füllebewusstsein ausgerichtet. Die zwei Dinge zu unterscheiden, ist schon mal extrem wichtig. Und wenn ihr im Mangelbewusstsein drin hängt, und das werdet ihr in den Büchern enorm gut in Empfang nehmen können, wenn ihr im Mangelbewusstsein verhaftet seid, dann wird ständig Neues kommen, was ihr nicht haben wollt. Ständig, ständig. Ständig. Okay. Worum geht's hier bei Family and Tribe und Temperance? Okay. Ja. Den inneren Kampf von Herz und Verstand mehr und mehr niederlegen. Vertraut dem, was eure Intuition will, dass ihr tut. Lernt darauf zu vertrauen, wohin euch euer Herz führen will. Das ist oft keine so einfache Übung. Warum? Weil wir sehr viel eben an dieser Kontrolle festgetackert sind. Die Kontrolle und dieser Abwehrmechanismus ist oft auch einem inneren Kind geschuldet, das aufgrund familiärer Strukturen und Traumata, was es erlebt hat, eben dieser Führung kein Vertrauen mehr schenken kann und auch den Verlust des Urvertrauens ins Leben verloren hat. Okay, das löst dann diesen Kampf aus zwischen Herz und Verstand und lässt uns aufgrund der Sorgen und Ängste des inneren Kindes oft eben auf das ausgerichtet bleiben, was wir nicht haben wollen und was uns ängstigt und sorgt und unsere negative Erfahrungen wiedergibt. Okay, da greifen wir in die Vergangenheit oft in das ein und holen es ins Hier und Jetzt und sagen, das ist aber unsere Erfahrung, weil da hinten ging es nicht gut. Ja, klar. Wir dürfen uns jetzt dessen auch bewusst werden, dass wenn wir das Alte mehr und mehr energetisch einspeisen, Kraft unserer Gedanken, und unsere Überzeugungen und all das, was wir quasi an negativer Erfahrung in der Vergangenheit gelehrt bekommen haben,
Wenn wir immer wieder das reinspeisen in unseren Gedanken und Überzeugungen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir das anziehen und kreieren, was wir nicht mehr wollen. Deswegen ist es jetzt so wichtig zu verstehen und da den Deckel drauf machen, und zwar die Vollendung und die Erfüllung und die innere Einheit und Ganzheit wieder erlangen von Herz und Verstand. Okay, wir gucken da weiter rein. Worum geht es hier mit Family and Tribe und Temperance? Worum geht es bei Family and Tribe und Temperance? So, hier habt ihr jetzt die Kontrolle eures Verstandes. Das ist der Abwehrmechanismus. Hier habt ihr Überzeugungen, Glaubensmuster, Überzeugungsmuster, die auch von Gesellschaft und somit von Familie prägend auf euch übergegangen sind. Da dürft ihr ganz vorsichtig und ganz achtsam mal Buch führen. Nehmt mal bitte einen Notizblock. Schreibt euch jeden Tag Überzeugungsmuster auf, die ihr aufgrund von eurer Erziehung übernommen habt. Ohne Fleiß kein Preis, zum Beispiel. Zuerst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen, zum Beispiel. Das Geld fällt nicht vom Himmel, zum Beispiel. Es gibt so vieles von all dem. Okay, ich kann gar nicht hier alles aufzählen. Aber das ist es, was ihr hier mal direkt in Augenschein nehmen dürft. Also auch dieses ganze Mangelgedankengut, was von den Eltern an euch übertragen wurde, in der liebevollen Absicht, dass ihr es besser haben sollt, wie sie selber oder die Vorgängergenerationen. Weil unsere Eltern sind sich dessen ja auch nicht bewusst gewesen, versteht ihr? Ich meine, die sind ja genau in der gleichen Startlinie gestanden wie wir. Sie haben das übernommen von den Eltern, von den Großeltern und. Dann natürlich auch die gesamte gesellschaftliche Prägung, das kollektive Denken. Und schon stecken wir drin. Okay? Also, nehmt euch ganz bewusst jeden Tag Zeit, und werdet euch all dieser übernommenen Muster, werdet euch dessen mehr und mehr bewusst. Und dann auch infolgedessen eure eigenen Überzeugungen, die aufgrund eurer negativen Erfahrungen in euch Platz genommen haben. Okay. Und da geht es unter Umständen auch nicht nur um, da geht es unter Umständen auch um so ein riesengroßes Thema wie finanzielle Fülle. Okay, weil der Ten of Pentacles, das ist der Sechser im Lotto. Das ist der Keller voller Geld. Okay, da ist was drin. Wir schauen rein. Was ihr hier lernen dürft, ist, dass ihr eine kristallklare geistige Klarheit bekommen dürft, dessen, was ihr kreieren und anziehen wollt. Dessen, was ihr wahrhaftig ernten wollt und nicht, was euer Verstand euch glauben machen will. Okay? Worum geht es hier bei Family and Tribe und The Nine of Wands? Nur die. Wow. Worum geht es bei Family and Tribe und The Nine of Wands? Ich lege das hier. Ja, okay. Worum geht es bei Family and Tribe und The Nine of Wands? Worum geht es bei The Queen of Wands? Wow, wisst ihr, Riesenthema. Passt auf. The Queen of Wands, die ist zuversichtlich. Eine Energie von The Queen of Wands, der Königin der Stäbe, ist eine reine Feuerenergie. Achtung, auch ihr wieder seid im Tierkreiszeichen oder im Feuerzeichen geboren. Genauso wie die Schützen und die Löwen. Okay? Jetzt weiß diese Queen of Wands weiblich Herzenergie. Die ist zuversichtlich. Die weiß, alles, was sie Kraft einer Absicht, Kraft eines gesprochenen oder gedachten Wortes, Kraft eines Gedanken oder gesprochenen Wortes, so rum, Kraft von inneren Bildern, alles, was sie damit in den Fokus nimmt und mit der Feuerenergie der Leidenschaft ihres Herzens, der Freude, der Dankbarkeit, emotional mit einfließen lässt, zieht die magnetisch an. Die Lady hat aber die hundertprozentige Zuversicht.
Aha. Die hat die Zuversicht und muss diesen Kampf von Herz und Verstand gar nicht führen. Wer hier den Kampf von Herz und Verstand entfacht, ist ein inneres Kind, das unsicher ist, deshalb stabilisiert werden will, damit ihr hier in eure manifestative Kraft gelangen und euch emotional mehr und mehr in Balance bringen könnt, nämlich die Emotionen des inneren Kindes, die auf Mangel ausgerichtet sind und euch deshalb irgendetwas bringen, was ihr nicht wollt. Jetzt gucke ich da noch weiter rein. Quelle sagt mir, worum geht es hier bei der King of Pentacles? So, ihr habt hier wieder. Ihr dürft unabhängig werden vom euch manipulierenden, fehlgeleiteten Mangelbewusstsein eines kontrollierenden Verstandes. Ihr seht hier wieder, und dieses Fehlgeleitete, das ist das innere Kind, was an diesen alten Energien, an den alten Erfahrungswerten festhält, wo ihr über euren Verstand drauf zugreift. Wisst ihr, dieses innere Kind, das ist eine Energie, die ihr eigentlich nur über eure kontrollierenden Gedanken wahrnehmen könnt. In dem Moment, wo ihr innerlich irgendwelche Ängste habt und wenn die noch so verschüttet sind, das innere Kind im Unterbewusstsein hat Angst, hat den Verlust von Zuversicht erlitten, vertraut dem Leben und der Fülle des Lebens nicht mehr. Und wenn dem so ist, infiltriert diese Energie des inneren Kindes euer gesamtes Gedankengut. Und sorgt dafür, dass ihr euch eher auf Mangel ausrichtet, denn auf Positives und das, was ihr kreieren und haben wollt. Denn es wäre so einfach, wenn wir von jetzt auf nachher nur noch an das denken und nur noch darüber reden, was wir haben wollen, und wir täten so, als hätten wir es schon, dann wären wir übermorgen genau da, wo wir sein wollen. Tatsache, so schnell geht's. Jetzt haben wir hier aber etwas, was emotional noch nicht reif ist, nämlich das innere Kind. Das hängt von der Energie her in der Vergangenheit fest. Das lässt euch über euren Verstand immer noch glauben, dass die Erfahrungswerte, die ihr genossen habt, das Nonplusultra ist und deswegen müsst ihr euch vor, ich weiß nicht was, in der Zukunft sorgen. Statt dass ihr da mehr und mehr euch dessen bewusst werdet, okay, da kämpft gerade mein inneres Kind, sprich mein Verstand, der direkt mit dem inneren Kind verbunden ist, das kämpft gerade mit meinem Herzen, nämlich mit dem, was ich eigentlich haben und kreieren will. Okay? Und davon gilt es jetzt in erster Linie von dem Kampf, A, unabhängig zu werden, indem ihr euch mehr und mehr bewusst werdet, was ihr da so denkt, worauf ihr euch gedanklich ausrichtet. Das werdet ihr merken, wenn ihr auf eure emotionale Welt achtet, wie ihr euch fühlt. Fühlt ihr euch gut, ist gut, seid ihr richtig. Fühlt ihr euch wie ausgespuckte Milchsuppe, ängstlich, sorgenvoll, traurig, seid ihr von eurem Verstand geblendet, der innere Kampf ist entfacht und ihr seid von eurer Herzführung abgetrennt. Dann produziert ihr in der Matrix immer mehr dessen, was ihr nicht haben wollt. Okay, nämlich hier haben wir wieder diese Fülle. Okay, kommen da Zweifel und Ängste und Sorgen, wenn ihr euch darauf ausrichtet, dann ist das die nicht vorhandene Zuversicht eures inneren Kindes, die als Zweifel zick, mal kurz reingrätscht. Und was tut jeder Zweifel? Wann immer ihr am Manifestieren seid, wann immer ihr auf eure schöpferisch-kreative Macht zugreifen wollt und ihr speist schön rein, nehmt euch jeden Tag 5 bis 10 Minuten Zeit, geht in einen Stille-Modus, lasst eine schöne Musik laufen oder was auch immer, wie ihr in einen gedankenleeren Raum reingehen könnt, okay? Wenn ihr da seid und ihr nehmt euch jeden Tag 10 Minuten Zeit und speist die Bilder ein und freut euch wie Bolle, und womöglich noch als erste Absicht, das und das will ich. Und dann beobachtet ihr quasi das Leben, wie ihr es haben wollt, egal was es ist. Oder das fette Bankkonto oder
Das Auto in der Garage oder es ist gerade vollkommen wurscht, was es ist, okay. Und einen Tag später oder ein paar Stunden später oder unmittelbar danach kommt ein Zweifel, dann macht's Bing, Reset, fertig, Bestellung storniert. Dann geht gar nichts. Da kommt nichts. Okay, und auf all das dürft ihr achten. Schaut euch das an. Hier habt ihr diese Einheit. Hier dominiert weiblich gleich Herz, Verstand gleich männlich. Bedeutet, der Verstand denkt nur das, was ihr von Herzen wollt. Und nicht andersrum. Hier habt ihr definitiv die innere Einheit erlangt. Von Herz und Verstand, genauso wie hier. Worum geht es denn hier bei der Lovers? Ja, hier ist der Kampf des Egos befriedet. Ihr seid in die Einheit gegangen, wie auch hier. Und vertraut wieder eurer spirituellen Führung. Und was ist das? Eure Intuition, euer Bauchgefühl. Ihr seid unabhängig geworden von diesem Kampf des Egos. Von dieser Kontrolle eures Verstandes. Der Dinge nicht wahrhaben will, der das neue Denken nicht haben will, der einfach am alten Schema nichts verändern will. Okay. Jetzt gehen wir aber noch hier kurz rein. Also was bei euch ein Riesenthema ist, ist diese Zuversicht. Quelle, gib mir mal die Energie, welche sich hier zeigt. Oh. Okay. Wow. Jetzt gibt mir der Queen of Wands und Death. Worum geht's? Aha. Mhm. Ja. Um welche Energie geht es maßgeblich bei der Queen of Wands? Intuition. Ja, es ist schon so. Es ist schon so. Also, es gilt hier, diese Transformation zu machen. Schaut, im Prinzip ist Death und Phoenix Rising genau das Gleiche. Da ist auch was in Schutt und Asche gegangen. Die Asche ist hier drin, aber gleichzeitig blinkert hier ein Licht. Das Licht der Erkenntnis, das Licht der Bewusstheit. Des bewussten Kreierens und Anziehens dessen, was ihr haben wollt. Und nicht die Selbsttäuschung eines kämpfenden, kontrollierenden Verstandes, der dem Herzen nicht folgen will. Weil er alles aufzählt, was womöglich an negativer Erkenntnis aufgrund von Erfahrungswerten oder auf Mangelbewusstsein von Überzeugungsmustern und Gedankenmustern und all das, was man von gesellschaftlicher Prägung und von Erziehung übernommen hat. Ihr dürft hier alles in Schutt und Asche legen. Alles. Komplett. Aber es gilt hier anzufangen. Denn wenn how teachable are you, wie belehrbar bist du? Wenn diese Karte auf dem Tisch liegt, weiß ich, Verzögerungstaktik. Okay? Das dürfen wir aufhören. Worum geht es hier bei Attraction und der Eight of Cups? Worum geht es hier bei Attraction und der Eight of Cups? Worum geht es hier bei Attraction, the Eight of Cups and the Knight of Swords? Mangelbewusstsein, ja. Wir schauen vielfach auf den Kelch, der umgefallen, oder auf die drei Kelche, die umgefallen sind. Bei den vier Kelchen, der Four of Cups, sind drei Kelche umgefallen und der vierte steht noch. Der ist noch voll, aber der Heini hier, namens Verstand, ist nicht umsonst männlich, okay? Der Heini hier, namens Verstand, schaut auf alles, was er nicht hat. Schaut auf Mangel dessen, was er verloren hat, nicht hat, wo er einen Mangel hat, gerade egal wie. Und das dürft ihr bereinigen. Definitiv. Den Mangel aufhören zu denken und stattdessen in die Fülle zu gehen. Das könnt ihr wunderbar in diesen zwei Büchern in Empfang nehmen. Okay, wunderbar. Worum geht es bei Attraction und the Seven of Wands? Oh wow. Okay. Hier darf noch was geheilt werden. Gib mir noch mehr. Worum geht es bei Attraction, the Seven of Wands und the Six of Cups? Worum geht es bei the Six of Cups, frage ich so. Ja. Worum geht es bei der Six of Cups und der Four of Swords?
geistiges Erwachen. Also, ich muss es euch sagen, es gibt in euch eine Institution, eine Energie namens inneres Kind. Das innere Kind dominiert all euren Verstand, all das, was ihr euch selbst glauben macht, über euren Verstand, gleich Kontrolle, Kampf des Egos. Okay? Dieses innere Kind ist noch an diese Glaubensmuster gebunden, maximal. Glaubens- und Überzeugungsmuster, was möglich ist und was nicht. Welche Energie ist die, die am meisten in der Six of Cups wirkt, damit der Four of Swords geheilt und transformiert werden kann? Das Ego, der kontrollierende Verstand. Also da sind, und ich höre es hier auch ganz laut, ihr dürft einen Neuanfang machen, indem ihr als allererstes eure Überzeugungs- und Glaubensmuster unter die Lupe nehmt und dort alles, wo ihr auf Mangel und all das, was ihr nicht haben wollt, ausgerichtet seid, in positives Wandeln. Die Bücher helfen euch. Definitiv. Worum geht es bei der Volkswort? So, ja. Schaut, jetzt ist diese Karte so und ich darf sie auf den Kopf legen. Das bedeutet, ihr vertraut eurer Intuition nicht mehr. Ihr vertraut eurer Intuition nicht mehr. So, wenn sie liegen würde, wäre das eine intuitive Energie, die in euch wirkt und der ihr folgen könnt. Das tut ihr nicht. An diese Intuition, anstelle der Intuition, ist euer Ratio und somit der kontrollierende Verstand gewichen oder gegangen. Worum geht es über der Four of Swords und der Queen of Cups im Universe? Worum geht es bei der Four of Swords und der Queen of Cups in Reverse? Gibt man für die Two of Pentacles noch eine? Wow. Okay. So, passt auf, hier liegt was tief drunter. Hier liegt was sehr, sehr, sehr tief drunter, nämlich der Verlust des Urvertrauens. Hier gibt es etwas, wo das innere Kind und so auch eben ihr in eurer Kindheit aufgrund welches Ereignisses auch immer den Verlust des Urvertrauens ins Leben an sich erlitten habt. Das habt ihr jetzt hier mit der Ten of Swords. Das ist die größte Angst des inneren Kindes, dessen, was an Negativität kommen könnte. Ihr hört es schon richtig. Die größte Angst einer Energie, die in eurem Unterbewusstsein wirkt und somit in eurem inneren Kind. Und tief verborgene Angst vor allem hat, was kommen könnte. Okay? Das bedeutet, dass wenn ihr aus einer ängstlichen Energie auf euch ausrichtet, auf das, was in der Zukunft sein könnte, bedient ihr genau die Energie, die ihr nicht haben wollt und zieht genau das an, was ihr nicht haben wollt. Werdet euch also dieser Ängstlichkeit bewusst und dessen, dass euer Verstand versucht, das zu kompensieren, mit einer XXL-Kontrolle. Gib mir hier bitte mehr Einsicht. Worum geht es bei der Two of Pentacles in Verbindung mit der Seven of Cups? Ja, so. Die Unsicherheit, die euer inneres Kind hat, weil es Angst hat vor dem, was kommen könnte. Das bedeutet, dass da seid ihr immer auf die Negativität ausgerichtet. Immer auf das, wovor ihr Angst habt. Wo ihr Sorge habt, dass es ja nicht kommen darf. Okay? Immer wenn ihr da drin seid, seid ihr eingesperrt. Definitiv. Eingesperrt und vor allem bringt ihr euch in einen Stillstand, in einen energetischen Stillstand, wo nichts mehr vorwärts geht. Und dann passiert da was. Dann kommt ihr in eine Abwärtsspirale, die mitunter auch derart sich zeigen kann, dass ihr Depriphasen und tiefe Trauer habt, weil ihr euch aus diesem
eingesperrt sein eures Verstandes nicht befreien könnt. Quelle, gib mir hier mehr. Wie kann man das hier lösen mit der Four of Swords? Wie kann man die Energie lösen mit der Four of Swords? Nämlich die Energie von der Two of Swords, der Ten of Wands, der Seven of Cups, der Ten of Swords und der Six of Cups. Beide. Okay, welche zuerst? Die obere. Okay. So, jetzt habt ihr hier die alten Wunden. Da steckt was in euch drin. Da darf man hineinschauen, was die Grundlage dieses Mangelbewusstseins ist. Wo habt ihr Mangel erlitten? Fragt euch das mal. Wo seid ihr das erste Mal in eurem Leben mit Mangel konfrontiert worden? Sei es finanziell, materiell oder auch emotional, wo ihr euch nicht geliebt gefühlt habt, wo ihr immer mit Negativprognosen überfrachtet wurdet, auch von der Erwachsenenwelt. Diese Dinge. Wenn ihr da dann seid, gib mir mehr für die falschen Cups. Okay. Welche Energie zeigt sich hier mit der Five of Cups? Der Verstand. Hier liegt was tief drunter und ich kann es riechen. Deswegen bleibe ich kurz dran. Das hier ist nicht nur der Verstand, das ist die männliche Autorität gleich Vaterfigur. Achtung, worum geht es über der Emperor? Wow. Okay, schaut euch bitte... Hier geht es wieder um die Einheit von Herz und Verstand. Hier gibt es aber alte Wunden im inneren Kind in Bezug auf eine väterliche Struktur. Hier habt ihr noch eine Rechnung offen mit eurem Papa. Da ist noch etwas drin in Form von Überzeugungen des inneren Kindes, was diesen Mangel in euch entfacht. Da dürft ihr hinschauen. Wow, worum geht es hier? Hilf mir bei der Three of Wands. Was gilt es mit der Seven of Pentacles neu zu bewerten? Ja, okay. Wow. So, jetzt passt auf, ich muss da einen kurzen Moment, gebt mir einen kurzen Moment, weil das Thema liegt extrem tief und ich möchte euch gern diesen Kern hier aufzeigen. Worum geht es hier bei der Dann gib mir der Ten of Swords. Was für ein Thema liegt hier drin? Worum geht es bei der Ten of Swords? Gib mir mehr für die Five of Cups. Welche Energie gilt es hier mit der Emperor maßgeblich zu meistern, die in den Tiefen des Unterbewusstseins verborgen liegt? Frage ich so. Okay, passt auf. In allererster Linie ist hier eure gedankliche Struktur gemeint. Okay, das, was ihr also denkt, schlicht und ergreifend. Aber da liegt noch was tief drunter, was mit alten Wunden und Trauer zu tun hat, weil wir haben hier die Trauer und wir haben hier die Trauer. Und das hat mit einer Vaterfigur zu tun. Worum geht es bei der Emperor, the Five of Cups und the Ten of Swords? Worum geht es bei der Emperor, the Five of Cups und the Ten of Swords? So. Worum geht es bei der Emperor, der Five of Cups und der Ten of Swords? Worum geht es bei Extremes? Worum geht es bei der Six of Swords? Es sind die Überzeugungsmuster. Okay, danke Quelle. Passt auf. Ja, da liegt noch was drunter. Okay, es liegt noch etwas, ihr habt noch eine Rechnung offen. Es gibt noch irgendeine Dissonanz innerfamiliär, die sich auf die Vaterfigur bezieht.
Da habt ihr auch ein Überzeugungsmuster drin. Womöglich urteilt und wertet ihr über euren Papa, aufgrund welches Ereignisses auch immer. Oder vielleicht hat die, und das sehe ich hier jetzt nicht, das kommt nicht ganz raus, aber es ist eine Überzeugung in Bezug auf eine väterliche Figur, die es euch quasi unmöglich macht, so ganz leicht in diese Fülle reinzugehen, und so ganz unbeschwert euer eigenes Gedankengut so zu verändern, dass das passt. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, aber der Fakt ist, ihr habt toxische Überzeugungsmuster drin. Toxische Überzeugungsmuster, die sich auch in familiärer Hinsicht auf eine männliche Person beziehen, die euch quasi wie ein Anker festhalten, die euch die Leichtigkeit nehmen, die euch immer mehr in einen oder schon lange in einem inneren Kampf festhalten. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, weil das passt womöglich nicht für alle von euch, aber es ist ein wichtiger Aspekt. Wenn ihr da mal hinsehen wollt, wer jetzt da genauso wie ich gerade das Gefühl hat, oh ja, da ist noch, ich habe noch eine Rechnung offen mit meinem Vater. Da ist noch was und das bringt euch in ein ganz tiefes, emotionales, negatives Level, wo ihr merkt, da ist noch Wut drin und ich weiß nicht was alles. Also das innere Kind hat mit dieser Vergangenheit noch nicht abgeschlossen. Das kämpft mit etwas, was mit dem Vater zu tun hat, wo massive toxische Überzeugungsmuster draus entsprungen sind, die ihrerseits wieder eine große innere Leere und Trauer erschaffen. Und dieses Überzeugungsding, das ist echt eine komplexe Angelegenheit hier, ist nicht einfach, ist aber ein ganz wichtiger Aspekt in dieser Legung. Dieses toxisch-negative Überzeugungsmuster und daraus resultierende Ideen, die ihr da so habt, die sehr auf Mangelbewusstsein basieren, die dürfen geheilt werden. Und da dürft ihr einen Neubeginn starten. Gib mir mehr für The Void. Ich habe jetzt hier viele Karten liegen, weil das echt schwer ist, gerade da in dieses tiefste Unterbewusstsein da reinzugehen. Aber ich mache es, soweit dieser Stapel hier hält. Worum geht es hier bei The Void? Wow, und welche jetzt bitte? Alle vier. Okay, Moment. So, wir haben hier das innere Kind. Wir haben hier wieder die Gesellschaft, die prägend ist. Wir haben hier The Tower, das, was zusammenfallen darf, und das Ego. Jetzt lasst mich da reingucken. Worum geht es hier bei The Three of Cups in Verbindung mit The Void und The Page of Wands? Worum geht es hier bei The Three of Cups in Verbindung mit The Void und The Page of Wands? Ja. Welche Energie zeigt sich mit The Three of Cups? Perspektivwechsel. Ja. Worum geht es bei The Void und The Page of Wands? Was sind eure Gedanken? Also, ich krieg's leider im Moment nicht so, wie ich es gerne hätte. Also dieses ganz umfangreiche Gedöns, okay, Fokus. Da haben wir jetzt das, wo ich vorher sagte, achtet bitte immer drauf, wie ihr euch fühlt. Haltet den Fokus auf eure Emotionen. Wenn ihr euch gut fühlt, seid ihr auf Fülle und das ausgerichtet, was ihr haben wollt. Fühlt ihr euch nicht gut, seid ihr auf Mangel, Negativität ausgerichtet und zieht das an, was ihr nicht haben wollt. Okay? Stellt diese Einheit von Herz und Verstand immer mehr her, indem ihr immer mehr Bewusstsein von Mangelbewusstsein in Füllebewusstsein verwandelt, okay? Und das gesamte alte Konstrukt in Schutt und Asche gehen lasst. Und all das, was euer Verstand, euer kindlicher Verstand, ich sage jetzt kindlicher Verstand, weil das innere Kind aus dem Unterbewusstsein euch negativ infiltriert. Und all das, was euer kindlicher Verstand an Negativität aufzuwarten hat, an Überzeugungsmuster, das dürft ihr echt in Schutt und Asche gehen lassen. Worum geht es bei How Teachable Are You? Wahrheitssuche.
Wisst ihr, ihr dürft auch Dinge hinterfragen und da glaube ich, ja, danke. Habe ich es jetzt? Okay, danke. Wow. So, passt auf. Ihr dürft ein Wertesystem und das, was ihr von einer väterlichen Person quasi an Erziehung vermittelt bekommen habt, was wiederum eure Überzeugungen dann erschaffen hat, das dürft ihr auch quasi neu bewerten. Da dürft ihr auf Wahrheitssuche gehen, ob das, was ihr da vermittelt bekommen habt, die gesellschaftlichen Normen, wie das Leben zu laufen hat und was ihr zu tun und zu lassen habt und wie man sich, ihr wisst schon, wie man sein Leben zu leben hat, damit man ein guter Mensch ist. Lauter so Dinge höre ich hier. Das dürft ihr alles auf Wahrheit prüfen. Das war diese Energie, von dieser väterliche Energie, wo das innere Kind noch rebelliert. Da wurde euch irgendetwas aufdoktriert in Form von Erziehung, wo ihr eins zu eins übernommen habt, womöglich auch damals schon mit der nötigen Gegenwehr, aber ihr habt was übernommen, was ihr eigentlich nicht übernehmen wolltet. Ihr habt es euch aufdoktrieren lassen und das schwingt ganz weit unten und versifft euch eure schöne Lebenssuppe, weil ohne dass ihr es... Okay. Oh, ich höre es jetzt endlich. Hört mal. Wisst ihr, was das ist? Das klassische Überzeugungsmuster, was ich auch hatte. Ah, danke. Das war jetzt wirklich wichtig. Oh mein Gott, ich dachte, das kommt jetzt überhaupt nicht zum Vorschein. Achtung, schnallt euch an, ich sag's euch. Ein Überzeugungsmuster, das auf den Vater projiziert wurde. Ich will nie so werden wie mein Vater. Achtung, habt Acht. Ich habe das auch gedacht. Habt Acht. Wenn ihr diese, jetzt kriege ich auch die Gänsehaut. Yes, Sir, jetzt habe ich es endlich. Dieses Überzeugungsmuster ist das, was euch massiv in eurem Leben behindert, in eurem Leben all das bringt, was ihr nicht sein und nicht haben wollt. Warum? Ihr habt ein Urteil gegenüber eurem Vater. Ein Urteil gegenüber eurer väterlichen Figur gesprochen. Und jetzt werden so oft in eurem Außen Situationen in euer Leben kommen. Ihr werdet so oft und lange kreieren und anziehen, bis ihr dieses Urteil eurem Vater gegenüber revidieren konntet. Okay? Ich habe das erlebt. Ich durfte es bereinigen auf sehr steinigem Weg. Sehr, sehr steinig. Ich erzähle euch in Kürze mein Ding. Was mich aus familiärer Sicht dazu gebracht hat, alles anzuziehen und zu kreieren, was ich nicht haben wollte. Ich habe eine Ernte eingefahren, die übler nicht sein konnte. Und weil jetzt endlich dieses Überzeugungsmuster hier kommt, mit dem sich das innere Kind befrieden darf und was geheilt werden darf, erzähle ich es euch ganz kurz. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich 4. Meine Eltern haben sich getrennt, weil mein Vater leider neben rausgezwitschert ist. Das hat in unserem gesamten familiären System den absoluten Super-GAU ausgelöst. Wir sind in eine tiefe Armut reingefallen, weil meine Mutter als alleinerziehende Mama von 3 Kindern, sie war 24 Jahre alt, es niemals hat wuppen können. Mangel. Okay, wir haben den Verlust des Vertrauens ins Leben erlitten. Mangel. Ich habe mir geschworen, niemals, Achtung, geschworen, massive Überzeugung. Also wenn man sich was schwört, ich sag's euch. Wenn ihr das als Überzeugung habt, ich schwör's dir. Und ich habe mir geschworen, nie so zu werden wie mein Vater. Oh wow. Ich sag's euch, es fliegt euch um die Ohren. Guckt dahin, das liegt ganz tief unten drin. Okay? Und bindet euch ganz tief an eine Mangelstruktur, die im Außen ständig wiederkommt, mit unterschiedlichsten Konflikten. Also, ich habe das auch gedacht. Okay? Ich habe nur Katastrophenbeziehungen angezogen mit Männern, die immer irgendwo in Beziehungen waren.
die sich nicht einlassen konnten und wo ich mit 28 dann so durch war und letzten Endes mit 21 in einer Dreiecksbeziehung gelandet bin, die so Katastrophe war, dass ich mit 28 wirklich auf dem Zahnfleisch daherkam. Dann stand es an, dass ich da hingucke, was läuft mir von Film? Warum kriege ich die ganze Zeit so negative und so Dreiecksverbindungen? Okay, ich wusste das bis dahin nicht. Ja, aber dieser Schwur, der da drunter lag und damit ein in Beton gegossenes Überzeugungsmuster, nie sowas tun zu wollen wie mein Vater oder nie so werden zu wollen wie der Vater, hat es gebracht, dass im Außen ständig Situationen kamen, wo ich genau mit dem Kopf, der Nase und allem, was da war, drauf gestoßen wurde. Klar war es mir aber allerdings erst dann, als ich in diese Heilungsaufgabe reinging mit Hilfe eines Therapeuten. Und da wurde es dann sichtbar. Okay? Da wurde es sichtbar, dass ich selbst erleben durfte, was mein Vater erlebt hat, damit ich aufgrund meiner eigenen Schwäche, die Schwäche meines Vaters akzeptieren und mich damit versöhnen konnte. Okay, und von da weg konnte ich die Liebe zu meinem Vater zulassen, weil ich hatte mich versöhnt. Mein inneres Kind hatte sich versöhnt mit dem Fehlverhalten des Vaters, mit der Unzulänglichkeit des Vaters, über die eigene Unzulänglichkeit, die ich als Erwachsene praktiziert habe. Dann sind wir gemeinsam in die tiefe Liebe zum Vater gekommen und die Wunde aus über 20 Jahren konnte sich endlich schließen und damit ein riesiger innerer Kampf. Und diese Mangelenergien sind zu einem riesigen Teil von mir abgeflossen. Okay? Das in der Kürze. Das liegt ganz tief da drunter und hält euch davon ab, letzten Endes ein Leben in grenzenloser Fülle zu leben. Das ist Family and Tribe. Ich habe mir jetzt echt schwer getan, das hier nach oben zu holen, weil es ein extrem komplexes Ding hier war. Geliebte Quelle, zeige mir die essentielle Energie, welche mit Family and Tribe hier sichtbar wird und mit der es sich zu versöhnen gilt. Habt ihr das gerade gesehen, wie die rausflog? Wir haben jetzt the Sun, die Sonne, auf dem Kopf. Oh, jetzt ist gleich meine Batterie leer. Oh no, wartet mal. Jetzt muss ich was machen. Das ist zu wichtig. Das kann ich nicht lange machen. Ich hoffe, es fällt jetzt nicht aus. Das kann ich leider nicht lange machen, weil ich als Elektrohypersensible nicht lange unter diesem Stromdach hier jetzt sein darf. Aber ich möchte euch das noch kurz sagen. Achtung, es wackelt mal kurz. Eieiei. Das geht schon ein bisschen zu lange. Okay, aber ich kann es nicht lange machen. Das ist hier jetzt Strom über meinen Kopf, das nur so kracht. Okay, wir hatten hier das Sun in Reverse. Ups, da sind wir. Und da geht es darum, dass ihr... Moment, ich zeige euch das. Eieiei, das war jetzt wirklich, das war nicht einfach für mich. Okay. Da ist eine... Ein Mangel an Begeisterung, eine grundsätzliche Negativität und eine Traurigkeit drin. Okay? Und diese Traurigkeit, die hier drin ist, zeigt mir noch mehr für das Sun in Reverse in Bezug auf Family and Tribe. Ja. Ja. Also es geht an der Oberfläche darum, dass ihr nicht bereit seid mit der Sun in Reverse,
dieses Bewusstsein zu erlangen, dass euer Verstand transformiert werden und alles in Schutt und Asche gelegt werden will, was euch davon abhält, zu kreieren und anzuziehen, was ihr wirklich haben wollt. Was da aber viel tiefer drin ist, ist dieses Selbstsabotageprogramm, das aufgrund eines inneren, unversöhnlichen Kindes, was Überzeugungsmuster in Bezug auf eine väterliche Struktur ganz tief verborgen hat und einen Kampf im Inneren führt, dass das befriedet werden und mit dieser Thematik versöhnt werden darf. Okay? Das ist massiv komplex hier. Wenn ihr da Hilfe braucht, wirklich, Emotional Reset Key Sitzungen und Seelenreisen, vorab Ahnenlöschung und dann obendrauf das Bearbeiten, dann kann man das Kind und dieses Selbstsabotageprogramm hier wupp, umdrehen. Dann kriegt ihr plötzlich das Bewusstsein und könnt euch loslösen von dem, was der Verstand euch hier ständig an Brille auf die Nase setzt. Und dann könnt ihr in einer ganz klaren Leichtigkeit, ja, in einer ganz klaren Leichtigkeit eurer Intuition folgen. Definitiv. Jetzt schaue ich da noch kurz rein. Ja. Eieiei. Das hier ist eine innere Angst. Das ist eine Angst, wo ihr nicht wisst, was davon kommt. Okay? Wenn ihr den Weg nicht genau wisst, Zukunftsängste sind da drin. Und die Zukunftsängste hängen auch am inneren Kind. Achtet also wirklich, ich muss ein bisschen weggehen hier von meiner Kamera. Das ist jetzt so, ich gehe mal jetzt in die Knie. Oh, bin ich ein bisschen weiter weg vom Strom. Wenn ihr anfangen wollt, dann guckt wirklich auf diese Gedanken, die ihr habt, die Zukunftsängste preisgeben. Okay? Zukunftsängste sind hier drin, aber achtet auf das Thema vom Vater. Das ist massiv, was da drin ist. Und es liegt echt tief, sonst hätte ich jetzt nicht diese Mühe gehabt, das von ganz unten aus der untersten Schublade nach oben zu bringen. Okay? Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Aber ansonsten fangt an, Kraft mit den Büchern und Phoenix Rising, alles alte Denken, alle alten Gedanken, Worte und inneren Bilder auf das auszurichten, was ihr wirklich an Ernte in Empfang nehmen wollt. Okay? Werdet geistig immer klarer in dem, was ihr haben wollt und was nicht. Und fokussiert euch nur noch darauf, was ihr wollt. Okay? Und für all jene unter euch, die noch eine Rechnung mit dem Papa offen haben und dieses Überzeugungsmuster haben, nicht so werden zu wollen wie, achtet drauf, versöhnt euch damit. Wenn ihr es selbst nicht herbringt, meldet euch. Emotional Reset Key Sitzungen mit Seelenreisen lassen. Grüßen. So, ihr Lieben, wow, langes Reading. Ich hoffe, ihr habt durchgehalten bis zum Schluss. Ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Verändert alles, was verändert werden will, damit ihr das Leben eurer Träume in Empfang nehmen könnt. Und lasst dieses alte Gedankenmuster, Überzeugungsmuster, lasst es los. Okay? Ich bin am 15. April wieder für euch da mit dem Kollektiv Menschheitsreading. Und dann am 1. Mai, wir sind mittendrin im Frühling, am 1. Mai wieder mit den 12 Sternzeichen-Readings. Hey, ich wünsche euch jetzt alles, alles Liebe. Ehrlich. Wow, ich hoffe, jetzt gehen sogar die Lichter aus. Seht ihr? Das war jetzt zu lang. Ich hoffe, ich konnte euch hier helfen und achtet gut auf eure Intuition. Achtet gut auf euer Bauchgefühl, okay, auf eure emotionale Welt, die euch Rückkopplung gibt, ob ihr euch auf das Gewünschte oder das Unerwünschte ausrichtet. In diesem Sinne, ihr Widerleins, behütet euch wohl. Tschüss.